Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, jetzt sind wir tatsächlich beim letzten Teil der magischen Farm angekommen. Und wie ihr seht, ist es jetzt nicht mehr in der Schneelandschaft, weil ich musste erstmal dieses Bauprojekt wiederfinden, weil ich nicht wusste, in welchem Save-File ich dieses Bauprojekt versteckt hatte. Ja, das war ein bisschen eine Reise. Es hat eine Weile gedauert, aber wie ihr seht, habe ich es am Ende geschafft. Aber ja, es war halt nicht mehr Winter dann in dem Safe-Fell, wo ich das dann wieder reingepackt habe. Ja, aber jetzt seht ihr zumindest auch mal, wie das am Tag aussieht und wir werden uns auch mal ein bisschen das Dach angucken. Also, beziehungsweise nicht wirklich, aber da, ich habe halt noch was beim Dach vergessen, was ich nicht gesehen habe im Schnee. Aber ja, ansonsten ist jetzt nicht das Dach ein besonderer Fokus von diesem Video. Aber ja, wie gesagt, wir werden dieses Bauprojekt tatsächlich beenden, beziehungsweise ich werde dieses Bauprojekt beenden. Und jetzt bin ich hier gerade beim Pavillon noch ein bisschen am Einrichten, beziehungsweise es war vorher noch gar nicht eingerichtet. Und ich wollte irgendwas hier um das Fenster rum machen. Jedes Mal, wenn ich wieder ein Let's Play in Audio aufnehme, habe ich das Gefühl, ich rede am Anfang so richtig angespannt. Also mein Hals ist irgendwie so richtig angespannt. Also sorry, falls ich irgendwie komisch klinge am Anfang. Ich muss mich immer erstmal wieder ein bisschen daran gewöhnen. Aber ja, wieder die Sims-2-Musik im Hintergrund, zu der ich die ganze Zeit tanzen und mitsummen will. Ich habe tatsächlich vor, auch paar Sims 2 Videos zu machen. Also ich habe da einen Save-File, den ich ziemlich viel gespielt habe. Also ich habe einmal Pleasant View recht viel gespielt. Da habe ich irgendwie 10 Runden oder so gespielt von dem Rotational Gameplay. Dazu möchte ich auch gerne mal ein Video machen, also was überhaupt Rotational Gameplay ist. Und dann habe ich da noch einen Save-File. Das nennt sich Build a City Challenge. Und ja, da habe ich auch schon relativ. Ja, was heißt relativ? Ja, doch ein bisschen. Ein bisschen habe ich da schon gespielt. Da geht es so ein bisschen darum, dass man halt anfängt, einzelne Sims in die Stadt einziehen zu lassen. Dann werden das immer mehr mit der Zeit. Und ja, also da gibt es auch bestimmte Regeln und sowas alles. Jetzt habe ich hier mal den Nachtmodus aktiviert. Um da so ein bisschen gruselige Deko hinzusetzen. Das passt ja so ein bisschen zu Wei Wuxian, deswegen fand ich, passt das in diese magische Farm. Ich glaube, jeder, der das hier guckt und nicht weiß, was Moda Sushi ist, ist ein bisschen verwirrt. Aber ich meine, es sieht trotzdem schön aus, auch wenn ihr nicht wisst, was es ist. Beziehungsweise ihr könnt euch auch darüber informieren, vielleicht interessiert euch das ja. Hier habe ich jetzt gesucht, was ich da als Girlande irgendwie aufhängen könnte. Aber irgendwie hat nichts davon so wirklich gepasst. Was sehr schade ist, weil ich hätte da gern so eine Girlande aufgehangen. Ich finde, das hätte sehr gut ausgesehen. Aber leider, dafür hätte das ein bisschen größer, glaube ich, sein müssen. Aber da ist halt auch nicht wirklich mehr Platz, deswegen. Und sorry, falls ich irgendwie ein bisschen verschnupft klinge. Ich habe das Gefühl, wenn ich mich jetzt selber so reden höre, dass ich irgendwie verschnupft klinge. Ja, genau, am Ende habe ich mich für diese Lichter entschieden. Das sind eine meiner Lieblingslichter und die sind einfach vom Base Game. Also, ich liebe die, weil die einfach so aussehen wie so kleine süße Blümchen. Ich tue die auch immer als Gartenlichter einfach überall hin. Ich glaube, als ich dieses Bauprojekt angefangen habe, da gab es hier dieses Cottage-Leben. Ich weiß nicht mehr, wie das Pack heißt. Aber da gab es das Pack mit dem ganzen Farming-Zeug und so, glaube ich, noch nicht. Aber jetzt gibt es das, deswegen konnte ich da diese Farming-Plots hinsetzen. Jetzt weiß ich gerade nicht, was ich mache. Ach so, genau, ich wollte die Lichter anmachen. Deswegen hole ich jetzt mal eben die Familie, die da auch vorher gewohnt hat. Also Wang Xian und die drei Juniors. Muss ich erstmal rausfinden, was der Free Real Estate Cheat nochmal ist, weil ich den immer vergesse. Da habe ich nachgeguckt. Ich schneide das jetzt nicht raus. Ich lasse das jetzt drin. Weil ich zu faul bin, das rauszuschneiden. Da müsste ich jetzt pausieren und dann. Es wäre zu viel Chaos. Deswegen bleibt das jetzt so. Aber da habe ich sie jetzt gefunden und konnte sie einziehen lassen.
Überraschenderweise hat deren Geld, also die 28.000, die die jetzt noch hatten, hat tatsächlich gereicht, um den ganzen Rest einzurichten. Also diese Scheune und noch so ein bisschen draußen. Mich hat es erstmal genervt, dass es geregnet hat, deswegen habe ich mal kurz MC Commander benutzt, um das Wetter zu ändern, dass es wieder sonnig ist. Weil ich habe keinen Bock, dass es so verregnet aussieht. Schneelandschaft finde ich schön, aber verregnet muss jetzt irgendwie nicht sein. Ich finde, das zerstört so ein bisschen den ganzen Look. Genau, muss ich erstmal die Rechnung bezahlen, weil ich dafür auch Nummer habe. Aber jetzt konnte ich endlich das Licht einschalten. Dann sieht man nochmal alles besser. Vor allen Dingen wichtig für die Lichtplatzierung, die ich nämlich machen wollte. Deswegen, ich baue relativ oft oder beziehungsweise richte relativ oft im Dunkeln ein, weil ich immer wissen möchte, wie das alles mit Licht aussieht. Beziehungsweise, ob das Licht, was ich platziert habe, irgendwie genug ist. Sind wir hier in dem Turm. Da gibt es ja keine Treppe hin, aber mein Gedanke war, dass es, glaube ich, glaube, es gibt einen Zauberspruch, mit dem man sich teleportieren kann. Falls nicht, kann man das, glaube ich, mit Yoga auch lernen. Wobei ich habe den keinen Yogamatten hingelegt, aber ja. Also falls ihr das irgendwie euch runterladet für eure Sims, dann ja, ist das der Grund, warum da keine Leiter ist und die Art, wie man da hinkommen kann. Man kann natürlich auch cheaten, also es gibt ja auch den Teleportations-Cheat. Aber ja. Ich bin eigentlich ein bisschen traurig, dass es bei dem Realm of Magic Pack nicht so viel Deko-Sachen gibt, weil zum Beispiel auf den Regalen gibt es so viele kleine süße Deko-Sachen, aber dann irgendwas, um das in den Schrank zu stellen, gibt es dann irgendwie nichts. Deswegen habe ich gleich bin ich in den Debug gegangen und habe da ein paar Sachen rausgenommen. Ich glaube, ich mache das jetzt schon. Genau. Mal gucken, was es so von Realm of Magic gibt. Und habe mich dann hier für diese Potions und diese Kristallkugeln entschieden. Ich glaube, die Kristallkugeln sind diese Familias. Ich habe tatsächlich nicht viel mit diesem Pack gespielt, deswegen kenne ich mich nicht so gut aus. Also ich bin am Überlegen, auch mit den Sims, die hier wohnen, ein kleines Let's Play zu machen, einfach um so Realm of Magic nochmal ein bisschen zu erkunden und so. Genau, dieser Kessel darf natürlich auch nicht fehlen. Den habe ich ganz nach oben gepackt. Und ja, damit ist das Haus. Also es kommt auf der hinteren Terrasse noch was, aber damit ist es an sich jetzt fertig. Es kommen hier an den Rand noch ein paar Lichter. Und die Scheune ist halt das, was ich alles noch einrichten muss. Genau, jetzt machen wir aber erstmal hier die Terrasse. Ich habe es jetzt übrigens mal auf dreifache Geschwindigkeit beschleunigt, weil bei vierfacher Geschwindigkeit, was ich auch schon gemacht habe, dann wären das hier nur 20 Minuten gewesen und ich dachte mir, ja, okay, es kann ruhig ein bisschen länger sein. Deswegen habe ich das dann doch bei bei dreifacher Geschwindigkeit gelassen. Ich habe vorher sonst immer nur zweifache oder vierfache gemacht. Deswegen, ja. Ich weiß, voll die unnötige Info eigentlich, aber ich wollte euch das mal erzählen. Ein Wuhu-Busch darf natürlich nicht fehlen. Hätte erst überlegt, ja, so ein Feuer-Ding dahin zu stellen, aber habe ich dann noch nicht gemacht. Und zwar habe ich mich für einen Esstisch, so eine Bank, also so einen Tisch mit der Bank. Die haben, glaube ich, auch einen bestimmten Namen, aber mir fällt der gerade nicht ein. Noch ein Picknickkorb. Jetzt tue ich da noch ein Lichtchen drauf. Und drüben in die andere Ecke kommt dann noch ein Grill. Das weiß ich alles noch. Also ich habe das ja oft, dass ich bei meinen Let's Play-Aufnahmen nicht mehr weiß, was ich da gemacht habe. Aber bei dieser hier erinnere ich mich noch. Vielleicht auch, weil das so ein bisschen das Beenden dieses Bauprojekts ist und das irgendwie so nach all dieser Zeit fühlt sich das irgendwie special an, dass ich das jetzt endlich mal geschafft habe. Vor allen Dingen, nachdem ich jetzt die romanische Bibliothek schon beendet habe und dann jetzt auch noch dieses Bauprojekt. Also das ist schon, kann ich mich schon gut für fühlen, glaube ich. Und niemand kann mir vorwerfen, dass ich
Sachen nicht beende. Ich brauche nur Ewigkeiten. Manchmal dauert es halt 3 Jahre, bis ich irgendwas wieder aufnehme und dann doch beende. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut oder schlecht ist, aber ja, so ist das bei mir halt. Mal schauen, ich habe jetzt bisher noch kein, also ich habe ja noch das Familienzuhause als ein anderes großes Projekt, sag ich mal. Oder nicht großes, aber längeres Projekt, wo ich dran baue. Da gibt es auch noch, da wird's. Jetzt wollte ich mich schon gerade korrigieren, aber ich schneide das hier nicht. Da wird es auch noch weitere Folgen geben. Also das ist jetzt nicht schon mit der nächsten Folge beendet. Ja, aber danach weiß ich gar nicht, was ich so vielleicht als nächstes größeres Bauprojekt machen könnte. Vielleicht versuche ich auch einfach mal wirklich Gameplay zu machen, weil eigentlich habe ich da auch wieder Lust drauf. Beziehungsweise ich möchte es zumindest versuchen. Und dieses Mal halt mit einer bestimmten Challenge, einer kürzeren Challenge, oder ich mache halt die Videos, wo ich Rotational Gameplay erkläre oder euch meine Save-Files zeige oder sowas. Das könnte ich mir auch vorstellen. Oder die ganzen Sachen, die ich gebaut habe, ohne die zu filmen. Die möchte ich euch nämlich auch gern zeigen, weil ich habe viele Bauprojekte auch gemacht, die ich gar nicht aufgenommen habe. ja. Aber ansonsten werde ich auf jeden Fall eine Speedbuild-Challenge immer mal wieder machen. Dies wird dann immer nur eine Folge sein und da habe ich mir so ein paar Sachen ausgedacht. Das werde ich dann noch erklären, wenn die Folge dann rauskommt. Wie ihr seht, sind wir hier schon inzwischen bei der Scheune angekommen, wo ich auch nochmal so ein bisschen, ja, das quasi als einzelnes Haus einrichte, weil da wohnen die drei Juniors. Und ja, es war hier ein bisschen eng irgendwie mit der Küche. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich herausgefunden habe, wie ich das am besten machen könnte. Ich musste gähnen. Ich habe tatsächlich gestern keinen Kaffee getrunken. Also ich bin eigentlich passioniert im Kaffee trinken. Ich trinke sehr gern Kaffee. Beschränke mich da aber auf so 2 Tassen am Tag. Aber die sind am Samstag, also Samstagabend, war meine Hafermilch alle. Und wir hatten dann keine mehr. Und dann habe ich zwar kurz, also ich hatte mir ist es aufgefallen, nachdem ich den einen Kaffee schon gemacht hatte. Deswegen habe ich den dann doch mit ein bisschen Kuhmilch getrunken und halt den Rest von der Hafermilch. Und irgendwie war mir dann aber schlecht. Also ich habe eigentlich, soweit ich weiß, keine Laktoseintoleranz, aber ich trinke halt schon seit Ewigkeiten eigentlich immer nur Hafermilch. Und bin auch so mehr oder weniger vegan. Ich sage immer so 95% vegan, weil. Ne, zum Beispiel in der Ausnahme habe ich dann ja doch Kuhmilch getrunken. Auf Geburtstagen mache ich das zum Beispiel auch manchmal. Wobei ich eigentlich auch davon wegkommen möchte. Aber ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dadurch mein Körper irgendwie Milch einfach nicht mehr, also Kuhmilch einfach nicht mehr mag. Das einfach irgendwie nicht mehr verarbeiten kann. Was ja auch an sich voll normal und das eher natürliche ist, als wenn das noch trinkbar ist. Aber ja. Und deswegen hatte ich gestern dann keinen Kaffee, weil gestern, ne, Samstagabend hatte ich dann keinen mehr und also Samstagabend hatten wir dann keine Hafermilch mehr. Und am Sonntag hatten wir logischerweise auch keine, weil kann man ja nirgendwo einkaufen gehen. Und am Samstag war das halt auch schon abends. Ja, und dann habe ich gestern keinen Kaffee getrunken, sondern schwarzen Tee, was auch ganz okay war, aber ich glaube, jetzt merke ich das, dass ich irgendwie voll müde trotzdem noch bin. Obwohl ich eigentlich nie, also ich, das ist jetzt quasi für mich, wäre es sowieso vor meinem ersten Kaffee, aber ich glaube, normalerweise bin ich nicht so müde, wobei bei mir das ist so krass tagesabhängig. Ich rede gerade die ganze Zeit überhaupt gar nicht, was ich hier baue. Es ist jetzt eher ein Podcast geworden. Podcast und ihr könnt euch angucken, wie ich was einrichte. aber ja, wir sind schon fast fertig hier mit dem, ja, Küchen-Essbereich. Ich dekoriere hier noch jetzt ein bisschen. Aber ansonsten, hier kommt noch ein Spiegel hin. Ich liebe diesen Spiegel, der ist einfach so schön. Von dem Werwolf-Pack. Jetzt kommt noch das Badezimmer. Ich habe erstmal geguckt, was für Badezimmersachen ich da verwendet habe. Aber hier nehme ich auch die von Cottage Living. Wie gesagt, ich weiß den deutschen Titel jetzt gerade nicht. Ihr könnt es ja googeln, wenn ihr unbedingt den deutschen Titel wissen möchtet. ja, mein Spiel ist halt auch komplett auf Englisch, deswegen kann ich da auch nicht gucken, wie das heißt. Wobei ich glaube, man findet das auch nirgendwo. Vielleicht höchstens in der Galerie, aber ja. Genau, ach so, ja. Ich habe nachgeguckt,
die Realm of Magic Sachen hatte ich halt in dem anderen kleinen Haus verwendet. Da habe ich diesen Onsen gefunden. Da dachte ich, ja, es wäre eigentlich auch cool, wenn ich das hier hingemacht hätte. Weil, in der Geschichte haben die ja auch, also es sind dann halt Cold Springs und nicht Onsens, aber hätte schon irgendwie gepasst. Vielleicht kann ich da nochmal ein Grundstück bauen. Auch in diesem Realm of Magic, in dieser Nachbarschaft, wo ich diese Hot Springs verwende. Ich glaube, das wäre ganz lustig. Und ich baue an sich halt auch total gern. Also eigentlich baue ich sehr viel lieber Gemeinschaftsgrundstücke, aber ich habe das Gefühl, das kann ich besser. Bei so Wohnhäusern. Also gut, das hier ist jetzt ja ein besonderes Projekt. Dann finde ich, geht das auch. Aber ich habe zum Beispiel ein Speedbuild gemacht. Also mein erstes Speedbuild von dieser Speedbuild-Challenge. Ich glaube, ich da. Jetzt habe ich gerade die Sims gezeigt, weil ich was mit Jinling zeigen wollte. Weil der halt. Also seine Farbe ist halt mehr so das Gelb. Deswegen Gelb und Blau. Deswegen findet ihr die Farben da. aber eigentlich wollte ich gerade über was anderes reden. Jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Worüber habe ich gerade geredet? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es echt vergessen. Das wird mich ärgern am Ende. Also, es ärgert mich jetzt. Ich habe echt keine Ahnung mehr. Ich dachte gerade, okay, ich überlege einfach mal kurz. Ach, mein Kopf so, nee. Keine Information hier oben. Hier gibt es nichts, was du abrufen könntest. Okay, dann halt nicht. So, ja, ich hoffe, meine Mutter kommt bald nach Hause mit der Hafermilch. Ich meine, ich könnte theoretisch auch selber zum Laden gehen und mir Hafermilch kaufen, aber sie hat schon gesagt, dass sie welche holen wird. Deswegen, warte ich. Und sowieso, ich trinke meinen ersten Kaffee eigentlich immer so um 16 Uhr oder so, 15, 16 Uhr. Und das ist es jetzt gerade während der Aufnahme noch nicht. Aber hier habe ich auch die drei Bademäntel für die drei Charaktere aufgehangen. Und ja, damit ist auch das kleine Badezimmer jetzt, glaube ich, fertig. Genau, jetzt kommt hier noch irgendeine Blume hin, die ich erstmal nicht finden konnte. Auch so eine Wandhängeblume. Die sieht irgendwie in der Ansicht anders aus, als sie in meinem Kopf aussieht. Und deswegen habe ich immer das Gefühl, also deswegen finde ich die dann immer nicht. Genau, die Sauna dekoriere ich jetzt auch noch ein bisschen mehr, weil irgendwie sah die noch so nackt aus. Ich weiß, in der Sauna ist man auch nackt, aber da fehlte irgendwie noch ein bisschen Deko. Ich dachte, so ein bisschen Kräuter würde gut in eine Sauna passen. Es gibt ja auch so Kräuteraufguss und sowas. Ich war noch nie in der Sauna, aber jetzt kommt es hier zu dem Schlafzimmer. Ich hatte erst überlegt, vielleicht auch ein Doppelbett reinzustellen, aber ich glaube, es hätte überhaupt nicht gepasst. Deswegen habe ich drei Einzelbetten genommen. Und zwei sind halt mehr so ein bisschen blau basiert und eins hat so ein bisschen mehr orange. Und ich glaube, es sind alles drei Betten von dem Highschool Years Pack. Habe ich tatsächlich auch noch nicht so lange, deswegen habe ich das auch noch nicht so oft verwenden können. Ich habe tatsächlich, ich glaube, als das rausgekommen ist, hatte ich wieder so eine Phase, wo ich weniger Sims 4 gespielt habe. Ich glaube, zu der Zeit habe ich ziemlich viel Sims 2 gespielt. Und sorry, dass es jetzt gerade aussieht, als wäre der Bildschirm eingefroren. Ich glaube, ich habe irgendwas gemacht. Ich weiß aber nicht mehr was. Ich hoffe, es ist jetzt nicht allzu lange, weil ich mich nicht mehr erinnere, was ich da gemacht habe in der Zeit. Wahrscheinlich irgendwas nachgeguckt, keine Ahnung. Aber jetzt geht's weiter. jetzt habe ich schon wieder fast den Faden verloren. Ach so, ja, als High School Years rausgekommen ist, habe ich gerade zu der Zeit, also ich habe es mir auch nicht sofort geholt. Und ich habe zu der Zeit, glaube ich, eh mehr Sims 2 gespielt. Und deswegen war das irgendwie auch nicht so eine Priorität für mich. Dann hatte ich aber so ein, ich will es jetzt nicht Anfall nennen, das klingt irgendwie falsch, aber so ein. Ja, so doch das Bedürfnis, mir das zu holen und habe mir auch mehrere Kits noch geholt. Ich glaube, es war so ein bisschen als ein Weihnachtsgeschenk an mich selber quasi. Ja, aber deswegen habe ich halt viele Sachen, die ich irgendwie so noch nicht viel benutzt habe und die noch so neu für mich sind. Und ich finde immer, wenn man Sachen noch nicht so oft gesehen und benutzt hat, dann sehen die immer noch mal besonders toll aus. Dann will man sich die auch alle angucken. Und ja. Deswegen vielleicht, wenn ich diese Sachen schon länger gehabt hätte, hätte ich mich jetzt nicht dazu entschieden, die alle zu verwenden.
Aber weil ich vielleicht doch ge gedacht hätte, okay, was anderes passt besser. Aber dadurch, dass ich die jetzt halt, dass die alle noch so neu für mich sind, habe ich die halt verwendet und also ich finde, sie passen auch zu dem, ne? So ein bisschen moderne Version von den Juniors, finde ich, passt eigentlich ganz gut. Und sowieso ist ja auch meine Interpretation davon in Sims, also wem es nicht gefällt, dem gefällt es halt nicht, ne? Ich hätte das natürlich auch irgendwie, weiß ich nicht, traditioneller und mehr fancy einrichten können oder so, aber die sind ja auch Teenager in Sims hier und da fand ich das irgendwie passender so. So, hier mache ich jetzt eine kleine Schrankwand hin, weil die natürlich auch, ja, quasi ihre Klamotten brauchen, sag ich mal. Und es ist hier schon relativ dunkel in diesem Raum. Aber das ändern wir gleich noch. Ich mache da gleich noch Lichter bei dem Schrank hin. Oder ich glaube, ich mache die da sogar erst ziemlich am Ende hin. Ich wollte irgendwas da drunter. Habe ich auch erstmal gesucht, was da gut hinpassen könnte. Und die Sachen von Dream Home Decorator sind eigentlich echt richtig, richtig gut dafür, weil die so schmal sind. Und dann ist da halt immer noch Platz zum Durchlaufen, weil viel Platz ist hier halt nicht. Ich habe dann tatsächlich diese Kommoden da genommen, weil die da echt richtig gut hinpassen. Und die sind ja auch funktional. Also die funktionieren ja auch nochmal als Kleiderschrank. Genau, jetzt kommt da die Lampe hin. Ich mich für diese. Ich glaube, es sollen Motten sein. Ich bin mir immer noch nicht sicher. Ich glaube, ich sage das oft, dass ich glaube, dass das Motten sein sollen. Vielleicht soll es auch irgendwas ganz anderes sein. Irgendein Fantasy-Lebewesen. Ich weiß es nicht. Habe ich dir noch diese cuten Wecker hingestellt? Achso, was ich auch überlegt habe, mal zu machen, ist so ein bisschen mein Traumhaus oder so, irgendwie sowas zu machen. Bin ich mir aber auch noch nicht so sicher. Ich glaube, ich bleibe erstmal. Also, erstmal mache ich natürlich das, mein Familienzuhause fertig. Und das will ich dann ja auch mal so ein bisschen benutzen, um zu zeigen, okay, so könnte das vielleicht aussehen, so wäre es vielleicht noch schöner oder so wird es nach meiner Traumvorstellung aussehen. Also, dafür habe ich das auch so ein bisschen gebaut, dass ich dann so ein bisschen damit rumspielen kann. Und von daher wäre, glaube ich, so thematisch eigentlich besser, irgendwas anderes zu machen, was nicht auch was mit mir zu tun hat, quasi. Ja, aber mal schauen. Ich weiß noch nicht genau, was mich als nächstes inspirieren wird. Ich finde halt tatsächlich so diese ganzen Build-Challenges richtig, richtig cool. Also ich gucke mir die auch richtig gern an, Videos davon. Ja, von daher, ich will die auch voll gern mal selber machen. Und deswegen habe ich mir halt diese eigene Build-Challenge so ein bisschen ausgedacht. Die hat halt so verschiedene Kategorien. Bei den Build-Challenges, die man sonst so sieht, das ist ja ganz oft so, zum Beispiel jeder Raum ist ein anderes Pack oder sowas. Und das ist ja quasi dann nur eine Challenge. Aber bei dem, was ich halt gemacht habe, ich habe dann zum Beispiel ein Budget, eine bestimmte Anzahl von Sims, die da leben dürfen oder einen bestimmten Stil. Dann, wie viele Stockwerke das haben darf. Welche Packs ich benutzen darf. Also es ist halt so eine Challenge, die irgendwie mehrere Challenges miteinander verbindet. Und ja, das finde ich irgendwie sehr. Also ich finde es, ich würde jetzt nicht sagen inspirierend direkt, sondern ich finde es angenehm, dass ich mich dann nicht für diese Sachen entscheiden muss. Weil wenn ich so versuche, irgendwas zu bauen, dann fühle ich mich immer so richtig planlos. Also ich muss irgendwie eine konkrete Vorstellung haben. Wie halt zum Beispiel bei diesem Bauprojekt, da war meine Vorstellung halt, ich wollte was für Mura Sushi oder aus Mura Sushi machen und irgendwie ja davon inspiriert und deswegen hatte ich da ja kein Problem, irgendwie mir was auszudenken, sag ich mal, weil da hatte ich ja schon so eine Grundidee und ja, eine Inspiration halt einfach. Und bei der romantischen Bibliothek zum Beispiel auch, da wusste ich halt, ich will eine Bibliothek machen. Aber gerade bei so ja, Familien zu Hause oder so, allgemein so Wohnhäusern, finde ich das halt schwierig, mir irgendwie was zu überlegen. So von mir aus selber. Ich bin da irgendwie nicht so, ich brauche da irgendwie einen Anreiz. Was auch bei mir gut funktioniert ist, wenn ich nach Vorlage was baue. Also vielleicht könnte ich mir auch einfach ein paar Vorlagen raussuchen oder vielleicht jemanden fragen, der für mich Vorlagen raussucht oder so. Ja, mal schauen. Soll ich hier oben noch diese, wie nennt man das? Ich glaube, man nennt das auch einen Balkon, weil das ist ja nach unten offen. Richtig noch ein, da habe ich so ein bisschen so einen Hausaufgabentisch und einen Computertisch reingepackt, den ihr gerade schon gesehen habt, wo ich einfach wieder meinen Podcast gemacht habe. Und jetzt sind wir eigentlich auch so gut wie fertig, zumindest mit dieser Scheune.
Ein kleines bisschen kommt noch, aber das sind ja halt eher so kleine Verschönerungen, sag ich mal, wenn ich mich richtig erinnere. Ist mir noch eine Sitzgelegenheit. Und dann habe ich hier noch nach einem Teppich gesucht, weil ich wollte einen hinpacken, aber irgendwie war ich mit den ganzen Teppichen nicht zufrieden. Teppich ist auch so ein komisches Wort, wo die Mehrzahl ist. Die Mehrzahl Teppiche? Teppi! Ja gut, ich weiß nicht, was die Mehrzahl sonst sein sollte. Also es ist wahrscheinlich Teppiche. Es klingt nur seltsam. Teppiche. Ja, hier habe ich dann einfach nochmal die gleiche Sitzecke kopiert. Nur mit einer anderen Pflanze. Weil was anderes ist mir jetzt auch nicht eingefallen, was ich da noch hinmachen könnte. Aber jetzt sind wir mit der Scheune fertig. Und an sich sind wir jetzt so ziemlich mit allem fertig. Ich habe nochmal geguckt, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Dann habe ich gedacht, okay, vielleicht kann ich so ein, ich wollte gerade sagen Horoskop, so heißt das nicht, Teleskop, da noch hinstellen. Ja, ein Horoskop, Auf jeden Fall, ich stelle mir auch immer ein Horoskop in meinen Garten. Ja, ich weiß gar nicht. Ach so, genau, dann habe ich noch die Bar gefunden und dachte, das passt ja auch so gut zu Weiwuxian, aber ich wusste halt nicht, wo ich die hinpacken soll. Und dann habe ich mich entschieden, die in den Pavillon zu packen, weil da hatte ich eh zwei Bänke. Von daher konnte ich die eine auch austauschen. Noch ein paar Hocker hingestellt. Und ja, eigentlich sind wir dann jetzt soweit auch fertig. Also, jetzt gibt es noch so ein bisschen eine kleine Rundfahrt. Und ja, an sich ist jetzt, beziehungsweise ich mache Screenshots, ist jetzt dieses Bauprojekt tatsächlich beendet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, mal schauen, was ich als nächstes für Bauprojekte machen werde. Falls euch dieses Video gefallen hat, gebt mir doch gern einen Daumen hoch und abonniert mich gern, wenn ihr noch mehr von solchen Videos sehen wollt. Wie gesagt, ich habe einiges geplant. Und ja, jetzt weiß ich gar nicht, wie genau dieses Video noch geht. Nicht mehr ganz so lang. Von daher würde ich sagen, ihr könnt auch gern auf meinem Hauptkanal noch vorbeischauen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!